Bobic warnt vor Übermut. VfB-Sportdirektor Freddy Bobic will den Heimsieg seiner Mannschaft gegen den Hamburger SV nicht überbewerten. Man müsse sich bewusst sein, dass man noch nichts erreicht habe, sagte der 42-Jährige. Man habe nur ein Spiel gewonnen. Wenn er in den Kabinengängen jemanden erwischen würde, der denke, man wäre schon durch, der würde sofort von ihm abgegrätscht werden, so Bobic. Gomez droht längere Pause. Nationalspieler Mario Gomez könnte nach seiner erneuten Knieverletzung länger ausfallen als bislang angenommen. Der Angreifer des AC Florenz habe am Wochenende eine Bänderzerrung im Knie erlitten, berichtet die Gazzetta dello Sport. Damit droht dem 26-Jährigen eine Zwangspause von mehr als 4 Wochen. Nach einem Teilriss des Innenbandes hatte Gomez erst vor 5 Wochen sein Comeback in der Serie A gefeiert. Hitzfeld rät Shaqiri zum Bleiben. Der Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld hat sich für den Verbleib von Xherdan Shaqiri beim FC Bayern München ausgesprochen. Er sei immer dafür, Verträge einzuhalten und sich durchzubeißen, sagte der 65-Jährige der TZ. Shaqiri habe das Niveau, sich durchzusetzen. Er sei beim besten Club der Welt und brauche Geduld. Zuletzt hatte es Spekulationen um einen möglichen Abgang des Schweizers gegeben. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag, immer 18:30 Uhr auf Sport 1.